Susanne meint, Frauen ab 35 bekommen eher Zwillinge als junge Mütter. Meine Oma hält das für Unfug. Ob eine Frau Zwillinge bekommt oder nur ein Baby, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Aber was stimmt denn nun? Bekommen Frauen jenseits der 35 häufiger Zwillinge? Normalerweise läuft der Zyklus einer Frau so ab. Viele Eibläschen schlummern in den Eierstöcken. Jeden Monat sorgt ein bestimmtes Hormon dafür, dass ein befruchtungsfähiges Ei heranreift. Ganz selten auch mal zwei. Bei steigendem Alter der Frau bekommt der Körper wohl Torschlusspanik. Er sendet mehr Hormone aus als nötig. Was sonst eher selten passiert, geschieht nun häufiger. Gleich zwei Eier reifen heran und können, wenn sie befruchtet werden, zu Zwillingen werden. Mit steigendem Alter der Frau sinkt aber auch die Fruchtbarkeit. Um schwanger zu werden, unterziehen sich einige Frauen deshalb einer Hormonbehandlung. So reifen mehr Eier heran und es kommt zu mehr Zwillingsschwangerschaften. Eine andere Möglichkeit, dem Kinderwunsch nachzuhelfen, ist die künstliche Befruchtung. Hier werden Eier entnommen und im Labor mit Spermien vereint. Die Embryonen werden in die Gebärmutter eingepflanzt, und zwar gleich mehrere. So steigt die Chance, schwanger zu werden, aber eben auch mit mehreren Babys. Bei künstlicher Befruchtung bekommt mehr als ein Drittel der Mütter Zwillinge. Insgesamt machen Zwillinge aber nicht mal 2% aller Geburten aus. Trotzdem gibt es heute fast doppelt so viele Zwillingsgeburten wie vor 20 Jahren. Das liegt wohl am höheren Alter der Mütter. Frauen jenseits der 35 bekommen häufiger Zwillinge? Das ist kein Ammenmärchen. Übrigens, die meisten Zwillinge sind zweieiig. Eineiige Zwillinge sind deutlich seltener.